Thank you.
Olympia-Regatta in Kiel. 25 Nationen nehmen teil. Die Olympia-Einheitsjollen. Internationale Startklasse. Die 6 Meter R-Klasse. Thank you.
Entscheidung im Säbelfechten. Kabosz, Ungarn, Marzi, Italien. Ungarn. In der Entscheidung im Schwergewichtbox Runge Deutschland gegen Lovell Argentinien. Deutschland. In Döberitz beginnt mit dem 5 Kilometer Geländeritt die erste Übung des modernen Fünfkampfes. Pistolenschießen, Fechten, Schwimmen und Laufen sind die weiteren Disziplinen dieses Wettkampfes, der bei allen Olympischen Spielen von den Schweden gewonnen wurde. Oberleutnant Tofeld, der Olympiasieger von 1928, ist auch dieses Mal wieder am Start. Die deutschen Hoffnungen in diesem Kampf trägt Oberleutnant Andrik. Es startet Leutnant Leonhard, USA. Oberleutnant Andrik, Deutschland. La Bonga, Frankreich. Oberleutnant Abba, Italien. Oberleutnant Tofeld, Schweden. Leutnant Lemp, Deutschland.
Reiter haben die Strecke bewältigt. Sie treffen ein am Ziel. Leonard, USA. Andring, Deutschland. Aber Italien. Lemp, Deutschland. Molly, Belgien. Dritte Übung im modernen Fünfkampf, Schießen. Voisin, Frankreich. Leggett, Großbritannien. Tofeld, Schweden. Leban, Österreich. Lemp, Deutschland. Molle, Belgien. Katrambi, Brasilien. Kettunen, Finnland. Handrik, Deutschland. Leonard, USA. Über 4000 Meter. Lemp, Deutschland. Tofeld, Schweden. Aber Italien. Andrik, Deutschland. Leonard, USA.
Deutschland. Sieger im modernen Fünfkampf. Oberleutnant Andrik, Deutschland. Zweiter, Leutnant Leonard, USA. Dritter, Oberleutnant Abba, Italien. Rund des Olympischen Stadions erwarten 100.000 dicht gedrängt in unheimlicher Spannung den Zehnkampf, den Kampf der Kämpfe. Bis 1936 hielt der deutsche Sievert den Weltrekord. Er ist verletzt und kann nicht starten. Ein unbekannter Amerikaner hat kurz vor den Olympischen Spielen diesen Rekord überboten. Glenn Morris aus Colorado. Doch mit ihm sind aus der schier unerschöpflichen Kraftquelle Amerikas andere gekommen. Könner und Meister wie er. Die erste Übung des Zehnkampfs beginnt, der 100-Meter-Lauf. Es starten Clark, USA, der deutsche Bonnet und Reimer, Chile. Clark ist in der Mitte, ist beim Start schon vorne. Eine Zeit lang kann der Chilene noch folgen. Dann steigert aber der Amerikaner mit weiten, zügigen Schritten, wird immer schneller und wirft sich durchs Ziel. Clark liegt die hervorragende Zeit von 10:09. Im nächsten Lauf starten der Amerikaner Parker, Chani Ungarn und der Chinese Chow. Der Amerikaner rechts außen, der Ungar in der Mitte. Beide liegen auf gleicher Höhe. Der Amerikaner muss kämpfen. Geht mit knappem Vorsprung durchs Ziel. Zeit 11:04. Im letzten Lauf starten von innen nach außen. Klein, Tschechoslowakei. Morris, USA. Huber, Deutschland. Morris liegt in der Mitte, Huber neben ihm. Morris steigert jetzt sein Tempo. Huber versucht aufzuholen, aber es gelingt ihm nicht. Immer schneller wird Morris. Löst sich von den anderen, geht durchs Ziel. Eine Zeit, 11:01. Stand nach der ersten Übung. Es führen die drei Amerikaner. Clark vor Morris und Parker. Der deutsche Huber liegt an 9. Stelle. Weitsprung. Die zweite Übung des Zehnkampfes hat begonnen. Es springt Parker, USA.
7,35 Meter. Huber, Deutschland. Meter 89, Morris, USA. 6,97 Meter. Und jetzt Clark, der gefährlichste Gegner von Morris. 200 Punkten. Dritte Übung. Kugelstoßen. Huber, Deutschland. 12,70 Meter. Clark, USA. 12,68 Meter. Len Morris. Er muss versuchen, seinen Punktverlust aufzuholen. 14,10 Meter. Im Hochsprung in der vierten Übung liegt die Latte auf 1,85 Meter. Clark springt. Parker. Morris. Morris schafft es. Nur noch 38 Punkte trennen ihn vom Ersten. Und jetzt die zermürbendste Übung des gewaltigen Kampfes, der 400-Meter-Lauf. Sterzel Österreich ist vorn. An Huber Deutschland, Klein Tschechoslowakei. Auf Innenbahn Morris. Er geht gleich im schärfsten Tempo los. Geht die Gegner an, rast an ihnen vorbei, lässt sie stehen. In überwältigender Überlegenheit. Jetzt ist Morris an der Spitze. Im Sprintertempo geht er durch die Kurve. Immer schneller werdend, gegen die Zeit kämpft er. Um 300 Meter, sie haben ihn mitgenommen. Jetzt muss er die letzten 100 Meter noch durchstehen. Verbissen und zäh und jagend. Alles zusammenreißend an Kräften. Jetzt durch die Zeit. 49,4. Bis auf 2 Punkte. Ist Morris an Clark herangekommen. Sechste Übung, 110 Meter Hürden. Es starten Parker, USA, Chani, Ungarn und Gül, Schweiz. Parker lief die hervorragende Zeit von 15 Sekunden. Am Start Boulanger, Belgien, Clark, USA und Bonnet, Deutschland. Erster Clark in der Zeit von 15,7. 7 Zehntelsekunden schlechter als Parker.
Am Start Huber Deutschland, Klein Tschechoslowakei, Morris USA. Gerissen vor seinem Landsmann Clark. Siebente Übung, Diskuswerfen. Parker, 39,11 Meter. Clark, 39,39 Meter. Morris, 40,2 Meter. Stabhochsprung. Parker. 3,60 Meter. Clark, 3,70 Meter. Und nun der deutsche Huber, 3,80 Meter. Ein herrlicher Sprung. Damit rückt er wieder an die Spitzengruppe heran. Im Speerwerfen der vorletzten Übung wirft Parker. Meter 46. Clark. 51,12 Meter. Huber, Deutschland. 56,45 Meter. Morris. 50,52 Meter. Die letzte Entscheidung des Zehnkampfs, der 1500-Meter-Lauf. Großen Anstrengungen dieses Tages nehmen die Kämpfer noch einmal alle Kräfte zusammen. Huber versucht, sich vor Morris zu legen. Der Amerikaner aber steigert das Tempo, zieht vorbei an Klein, Tschechoslowakei. 4 Jahre hat er sich vorbereitet für den gewaltigen Kampf, den Zehnkampf der Olympischen Spiele. Aber auch Huber setzt alles ein. Er wächst über sich hinaus und kämpft um den Anschluss. Doch Morris ist vorn. Sein Gegner ist nur noch die Zeit. Der Sieg ist ihm sicher, aber er will mehr. Er will den Rekord im Zehnkampf. Der Beste der Welt will er sein. Der Athlet der Athleten. Amerikaner auf den ersten 3 Plätzen. Auf dem 4. Platz Huber Deutschland, der beste Zehnkämpfer Europas.
Endspiel Deutschland-Indien im Hockey. Die Inder in weißen Hosen greifen an. In wenigen Zügen vor dem deutschen Tor. Von rechts der Angriff. Schuss! Vorbei! Bulli. Die Deutschen greifen an. Abgestoppt. Und Indien kommt. Im Zweikampf bleibt der indische Stürmer Sieger. Zum Halblinken. Zum Halbrechten. Deutschland greift an, von links, steil nach vorn, zum Mittelstürmer, flankt, Schuss! Wieder um die Deutschen, Freischlag für Indien. Die Inder greifen an, zum Halblinken, zum Linksaußen, Schuss, wieder um die Inder, der deutsche Verteidiger stoppt ab, die Deutschen greifen an von links. Der Mittelläufer steht frei, nach halb rechts, Flanke herein, Mittelstürmer schießt. Bulli, der indische Mittelstürmer führt den Ball. Gibt nach halb links. Die Inder stehen vor dem deutschen Tor. Schuss. Spiel im olympischen Fußballturnier. Österreich hat den Anstoß. Zum linken Flügel herüber fliegt der Ball, wird abgefangen von der italienischen Läuferreihe. Der italienische Angriff kommt. Yeah!
Frankreich greift an. Der Ball wird weit nach vorn gegeben, in die Mitte herein, verlängert mit flachem Pass. Schuss! Venturini hält. Die Azzurris drängen wieder nach vorn. Vom rechten Flügel her kommt der Angriff. Der Rechtsaußen dribbelt an der Linie vor, stößt nach innen, flankt. Schuss, Tor! Für Italien. Die Österreicher im Gegenangriff. Durchbruch der Österreicher. Der Ball fliegt zum linken Flügel. Flanke. Italiens Tor ist leer. Schuss. Tor. Das Spiel zwischen Österreich und Italien steht 1:1. Der Kampf wird verlängert. Die Italiener greifen wieder an. Hoch vor das Tor gegeben. Österreichs Tor ist bedroht. Toni ist durchgebrochen, gibt nach außen Schuss, Tor! Zwei zu eins. Italien ist Sieger im olympischen Fußballturnier. Hundert Kilometer Straßenrennen. 29 Nationen nehmen teil. 100 Fahrer machen sich fertig zum Start. Zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen geht es nicht im Einzelstart gegen die Zeit, sondern im Massenstart Mann gegen Mann. Favorit des Rennens ist die französische Mannschaft. Sie errang in der vorigen Woche im Verfolgungsrennen die Goldmedaille. Start und Ziel auf der Avus am Ausgang der Nordkurve. Erst 1,5 Runden auf der Avus, dann auf der Havelchaussee mit Kurven und Steigungen nach Norden, vorbei am Olympischen Dorf nach Westen, in langem Südbogen zurück und die letzten 10 Kilometer wieder auf der glatten Bahn der Argus. Kilometer auf der Avus. Die Fahrer platzieren sich zum Endspurt. Holland greift an, stößt vor, nimmt die Spitze. Die Deutschen drängen nach vorn. Die Dänen machen einen Ausreißversuch. Aber die Franzosen ziehen einen langen Spurt. Erkämpfen die Spitze. Thank you.
100 Meter. Tausend ehren die Sieger im 100-Kilometer-Radrennen. Zwei Goldmedaillen für Frankreich. In der Mannschaftsbewertung wurde Frankreich überlegener Sieger. Zweiter die Schweiz, dritter Belgien. In der Einzelbewertung erster Charpentier, Frankreich. Zweiter Lapébie, Frankreich. Dritter Nivergelt, Schweiz. Terry, schwerste Prüfung für Reiter und Pferd. Grandjean, Dänemark. Kapitän Nishi, Japan. Der Sieger im großen Jagdspringen von Los Angeles. Oberleutnant Freiherr von Wangenheim, Deutschland. Bulgarien. Kapitänleutnant Lunding, Dänemark. Leutnant Campello, Italien. Kapitän Kavecci, Polen. Ungarn, Wangenheim, Deutschland. Und jetzt ein sehr schwerer Sprung, der Dorfgraf. Giantia, Italien. Jean, Dänemark. Oberleutnant Tonnet, Holland. Mal verweigert, ausgeschieden. Kavecci, Polen.
USA. Der türkische Reiter Erokai. Olympiasieger im Geländeritt. Kapitän Ferruzzi, Italien. Kapitän Inanami, Japan. Kapitän Thompson, USA. Rittmeister Lippert, Deutschland. Hauptmann Stubbendorf, Deutschland. Oberleutnant Freiherr von Wangenheim, Deutschland. We'll be right back.
kaum die Hälfte der gestarteten Reiter ist über die schwere Strecke gekommen. Wangenheim hat sich das Schlüsselbein gebrochen, ist aber trotzdem weitergeritten und rettete damit die goldene Mannschaftsmedaille für Deutschland. Überlegener Sieger in der Einzelbewertung wurde Hauptmann Stubbendorf, Deutschland. Vor Kapitän Thomsen, USA und Kapitänleutnant Lunding, Dänemark. Ohne Steuermann. Italien, Österreich, Deutschland, Schweiz, England, Dänemark. Der deutsche Vierer liegt vorn, hat die Schweizer hinter sich gelassen. Die Deutschen halten den Vorsprung! Der Schlussangriff der Engländer. Ihre Schläge werden schneller. Noch nie sind sie auf den Olympischen Spielen geschlagen worden. Auch diesmal wollen sie gewinnen. Aber Deutschland ist stärker. Deutschland siegt! Der fünfte Sieg an diesem Tag für Deutschland. 5 Goldmedaillen im Rudern. Die Entscheidung im Achter. Schweiz, Ungarn, England, Amerika, Italien und Deutschland. Zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen hat sich ein deutscher Achter bis zur Entscheidung durchgekämpft. Italien kommt auf. Deutschland greift an. Deutschland holt auf. Zieht gleich. Die Wikinger gehen in Führung. Die letzten 100 Meter, das deutsche Boot im Vordergrund. Daneben mit weißem Stirntuch die Italiener. Dahinter die Ungarn, neben diesen England. Auf der Außenbahn aber führt Amerika. Deutschland kommt auf. Meter um Meter. Zu spät, zu spät. Amerika hat gesiegt. Erster Amerika. Zweiter Italien. Dritter Deutschland. Thank you.
Kunstspringen der Frauen kämpfen Deutschland, Amerika und Japan um den ersten Platz. Es springt Olga Jentsch-Jordan, Deutschland. Dorothy Poynton Hill, Amerika. Die zweite Deutsche, Gerda Daumerlang. Katharine Rawls, Amerika. Poynton Hill. Die 16-jährige Marjorie Gestring, Amerika. Daumerlang. Osawa, Japan. Poynton Hill. Noch einmal die Japanerin. Marjorie Gestring. Siegerin im Kunstspringen, Marjorie Gestring, Amerika. Zweite, Katharine Rawls, Amerika. Dritte, Dorothy Poynton Hill, Amerika. 200 Meter Brustschwimmen. Männer. Der amerikanische Meister Higgins führt. Im Schmetterlingsstil erkämpft er sich einen Vorsprung vor Balke Deutschland. Sieht das Deutschland zwischen den beiden. Vorne die drei Japaner, Koike, Amuro, Ito. Amuro in der Mitte, er liegt vorne und wendet als Erster. Amuro liegt jetzt vor Koike an der Spitze des Feldes. Drüben auf Bahn 2 kommt, zieht das Deutschland auf. Geht vorbei an Higgins Amerika. Amuro hält die Spitze. Der Japaner führt. Zieht das aber kämpft den Kampf seines Lebens. Der Kampf Deutschland-Japan ist entbrannt. Higgins, Ildefonso, Koike, Ito, der Endkampf. Uhren werden verglichen. Amuro hat gesiegt in der Zeit von 2 Minuten 42,5. Neuer olympischer Rekord. Der Deutsche sieht das auf dem zweiten Platz. Koike, Japan, Dritter.
100 Meter Freistil, Männer, Entscheidung. Gegen die Front der Japaner kämpfen die schnellsten Schwimmer Europas und Amerikas. Drei Japaner, Arai, Yusa und Taguchi, im Kampf gegen zwei Amerikaner und zwei Europäer. Drei Schwimmer liegen in Front. Auf der vorderen Bahn Ferenc Csik, Ungarn. In der Mitte der amerikanische Weltrekordmann Peter Fick. Und drüben auf der zweiten Bahn Yusa, Japan. Fischer Deutschland ist zurückgefallen. In der Mitte kommt der Amerikaner. Oh. Aber noch liegen Yusa, Japan und Csik, Ungarn in Front. Der Ungar gibt sich noch nicht geschlagen. Wird schneller noch im Endspurt. Kämpft sich nach vorn und streckt die Hand aus ins Ziel. Oh, Yusa und Arai. Freistil Frauen, Entscheidung. Auf der Außenbahn die deutsche Meisterschwimmerin Gisela Arndt knapp in Front. Neben ihr die argentinische Meisterin Tempel. Auf Bahn 5 Ria Mastenbrook und daneben die Weltrekordschwimmerin Willi den Augen. Die vier schnellsten Schwimmerinnen der Welt kämpfen nebeneinander. Die deutsche Gisela Arndt führt. Vergeblich versucht die Argentinierin aufzuschließen. Gisela Arndt, die Deutsche, schlägt als Erste an, vor der Kempel, vor Willi den Augen, vor Mastenbrook. Vorn in Front brennt immer noch der Zweikampf